Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Webnet Snacks. Heute geht es um Social-Media-Mythen, und zwar um solche, die dafür sorgen, dass Unternehmen teure Fehler machen. Um diese Mythen ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der laut eigener Aussage für Social Media brennt. Und das kann ich bestätigen. Er ist einer der führenden deutschen Experten für digitales Marketing, Speaker, Berater, Podcaster und Autor zahlreicher Artikel und mehrerer Bücher zum Thema Online-Marketing. Herzlich willkommen, Björn Tantau. Schön, dass du es heute als mein erster externer Gast in diesem Podcast geschafft hast. Dennoch sitzen wir hier nicht ganz alleine, wie du schon festgestellt hast. Meine liebe Kollegin Adrienne sitzt bei uns mit in dieser Folge, denn wir wollen heute mal wieder diskutieren. Das mache ich besonders gerne und ich hoffe auch, dass ihr gerne diskutiert. Von daher können wir starten. Lieber Björn, ich habe mich ja im Vorfeld über dich informiert. Wie schafft man es mit Online-Marketing in die Tagesschau? Naja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Um die Frage zu beantworten, erstens, das ist schon wirklich lange her. Ja, aber ein Highlight. Das war, glaube ich, 2011 oder 12, also wirklich schon lange. Und seitdem ist es auch nicht wieder passiert. Ich kann dir sagen, wie es funktioniert. Es ist die Frage, ob man es reproduzieren kann. Ist ja immer okay. So. Ne? Aber passiert ist es, indem du einfach, muss man ganz klar sagen, durch eine sichtbare Expertise, damals noch tatsächlich übers Bloggen, also wir reden ja von 2011, 12, ja, 13, ja, okay. Ne? Also alle, die jetzt zuhören und irgendwie so Mitte 20 sind, damals bloggte man noch überwiegend und machte nicht nur Kurzvideos. Und Journalisten neigen halt dazu, tatsächlich viel zu googeln für die Recherche. Ja. Das heißt, um Journalisten zu erreichen, die nutzen nicht so viel Social Media, sondern die googeln tatsächlich, weil sie es gewohnt sind zu recherchieren. Mhm. Und wenn du halt recherchierst und gibst irgendein Thema ein, dann landest du halt bei Webseiten, bei Blogs, bei Magazinen, ja, bei Foren und so weiter. Und tatsächlich war meine Webseite damals, das war damals glaube ich noch unter tamilko.de, jetzt ist ja alles björntantau.com, weil ich früher halt als Firma gebloggt habe und jetzt mache ich es als Personal Brand seit glaube ich 2014, 15. Dann tauchte irgendwo irgendein Artikel auf von meiner Webseite. Und die brauchten halt damals jemanden, der sich zum Thema Facebook auskennt. Und das ist halt das, was man auch wissen muss. Das war keine Anfrage bezüglich, wie geht Facebook-Marketing, sondern das war eine Frage bezüglich des Börsengangs von Facebook damals. Oh, wow, okay. Und zwar wollten die halt wissen, inwiefern ist der Börsengang jetzt sinnvoll? Mhm. Weil Facebook damals noch nicht mobil so stark war. Ich muss mir das so vorstellen, damals war Facebook 2012, 11, 12, 13 war halt die Seite da und alles und mobil war noch in den Kinderschuhen. Ja. Und die wollten halt wissen, ob der Börsengang jetzt riskant ist. Und natürlich kann ich als Online-Marketing-Mensch eigentlich null dazu sagen, ob ich Börsengang, weil ich bin ja kein Bankkaufmann, ja, bin kein Börsianer, ja, bin kein hier Spekulant. Aber da musst du halt natürlich sagen, auch so kommst du in die Tagesschau, indem du halt sagst, ja gut, dann sage ich dazu halt was. Ne? Ja. Ich meine, was kannst du schon falsch machen? Du erzählst halt, damals war schon auf der Hand, 2012, dass das mobile Internet auf jeden Fall über kurz oder lang Desktop ausspielen wird. Das war ja klar. Outperform, genau. Oh, noch besser. Hinterher bei einer großen Agentur, also müssen wir ja outperform sagen. Und das war einfach auch so. Hast ja gesehen, dann spätestens 20, glaube ich, 14, 15, 16, ich weiß nicht, wer von euch hier Facebook noch außer zu Dienstzwecken auf dem Desktop benutzt. Privat machen wir das ja alle über Facebook. Privat tatsächlich gar genau nicht mehr. Ja. Also privat setzt sich ja keiner, also das machen meine Eltern vielleicht noch mit irgendwie so Anfang 80, aber sonst war das, glaube ich, keiner mehr. Und dann musst du halt natürlich einen Background haben, du musst irgendwie aufgefallen sein und du musst auch dann letztendlich auch dir zutrauen, zu einem Thema, wo du jetzt kein Experte bist, doch einfach sagen, was klug klingt. Und dann musst du auch flexibel sein. Denn der NDR kam dann innerhalb von einer halben Stunde, sind die dann aufgeschlagen. Ich musste mir dann noch vom Kollegen noch kurz ein Hemd besorgen lassen, weißes Hemd, weil ich halt damals im Hoodie da rumlief, ne? Weil das war zu TRG-Zeiten. Und da saßen wir halt im Office und haben da halt Gabel ohne Kundenkontakt. Und dann muss man ja nicht irgendwie aufgebrezelt sein. Gut, haben wir das gemacht, dann kamen die.
Und dann war das erst geplant für die Tagesschau um 12. Und dann haben sie es halt auch noch abends mit reingenommen auf die 7:45 Version. Und ja, so kommt man da rein. Also ja. das war jetzt nicht geplant. Okay, für mich also schwer. Falls ich es doch nochmal in die Tagesschau schaffen möchte, wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so einfach, in Anführungsstrichen. Kann ich tatsächlich ja. so nicht beurteilen. Aber okay. damals ja. war es halt eine Mischung. Ich würde sagen, es war eine Mischung aus Expertise plus ja. Zufall. Plus einfach auch dann sagen, ja, ich mal, weil ich hätte auch sagen können, oh, nee, ich traue mich nicht. Ja. Ne? Aber das ist halt immer so, du musst die Dinge dann einfach auch machen. Ja. Ne? Also alle, die jetzt zuhören oder jetzt zuschauen. Einfach nur das zu wissen ja. reicht nicht. Ja. Du musst es auch tun. Und das ja. ist ja halt genau das, woran die meisten definitiv. Leute... ich meine, wir sitzen ja hier, weil eure beiden Gründer es getan haben. Ja, ne? Sonst absolut, wären wir nicht in diesem absolut, Gebäude hier. Das stimmt. Ne? Aber das zeigt ja auch, dass du auf jeden Fall schon sehr lange im Online-Marketing-Game zu Hause bist und dich wirklich extrem, alles rund um Social Media bist du quasi zu Hause. Nun halten sich ja Social-Media-Mythen, um die es gehen soll, extrem hartnäckig. Leider ja. Ich denke, da sind einige, die du noch kennst von den anfänglichen Zeiten, die sich bis jetzt auch gehalten haben. Warum halten die sich so ewig? Warum verschwinden sie nicht? Es ist doch naja, eigentlich. Es gibt ja auch andere Mythen, die sich lange halten. Ne? Also siehst du ja in der Geschichte, Religion etc. gibt ja vieles, was sich ewig hält. Naja, also die meisten Mythen, die sich hartnäckig halten, sind die Dinge, die auch wirklich auf der einen Seite komplex sind, aber andererseits einfach erklärt werden. Weil die Menschen, sind wir alle nämlich nicht aus, die Menschen suchen immer nach einfachen Erklärungen. Ja. Ne? Deswegen dachten halt die Menschen früher, wenn es donnert, ist da ein Gott, der erzürnt ist. Ne? Heute wissen wir, es sind elektrische Entladungen. Das wissen wir halt früher nicht. So, das heißt, es gibt auch sicher heute noch irgendwelche Völker, die denken, das ist ein Gott, der oben irgendwie erzürnt ist. Ne? Das ist halt Mythos und der ist halt deswegen da, weil dieses Unwissen halt nicht aufgeklärt wurde. Okay. Und Social Media, wie auch alle anderen, viele andere Dinge im Online-Marketing, ist es ja so, dass viele Menschen ja nach wie vor glauben, ja, du setzt dich dahin, nimmst ein paar Videos auf, schreibst du irgendwas und nächste Woche hast du irgendwie 100.000 Euro auf dem Konto. Ja. Ne? Das denken ja leider viele, deswegen gibt es ja auch leider viele schwarze Schafe in der Branche. Und das ist halt dieser Punkt. Die Leute haben halt schwierige Sachen vor der Brust und suchen dann dafür entsprechend einfache Erklärung und so kommt das. Und diese Erklärungen werden halt immer weitergetragen. Und bei manchen funktioniert es ja auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du brauchst nicht viele Follower auf Instagram, um dort erfolgreich zu sein. Ja? Und dann gibt es ja auch welche, die haben nicht viele Follower, sind erfolgreich. Dann gibt es welche, die haben viele Follower, sind erfolgreich. Und andersrum genauso. Das heißt, es ist immer schwierig, das Ganze so dann aufzudröseln. Und manche machen sich halt auch die Welt, wie sie nicht gefällt, und sagen, na, aber der Account und der Account und bei denen funktioniert das. Warum bei mir nicht? Das zeigt halt die Vielschichtigkeit, die Komplexität des Themas, dass du halt nicht einfach nur sagen kannst, es gibt halt zwei Dinge, die machst du jetzt und nächste Woche bist du ein Influencer mit 1 Million Follower. Ja. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und deswegen halten sich solche Sachen halt hartnäckig, weil wir ehrlich, seien wir ehrlich, viele Menschen haben auch keine Lust, sich da reinzufuchsen. Ne? Deswegen gibt es halt ein paar Influencer, die richtig groß sind, aber es gibt halt nicht 20 Gary V's oder 80 Neil Patels oder 20 OMRs. Mhm. Ja? Das ist einfach so. Ich glaube, was bei Social Media noch dazu kommt, ist so das Ding, also im Vergleich zumindest zu anderen Online-Marketing-Kanälen, dass das jeder ja auch noch irgendwie privat nutzt. Ja. Sei es aktiv, sei es passiv. Deswegen hat, glaube ich, jeder einfach eine viel stärkere Meinung als zu, weiß nicht, Google Ads oder so. Also, das kann gut sein, ja. Und jeder hat auch privat jemanden, der sowas auch macht. Und dann sagt er so, das kann doch von meinem Schwager der Neffe machen. Ja, genau. Weil der hat doch auch einen Computer und der hat doch irgendwie mal 2 Semester, was weiß ich, studiert. Genau, oder dann der Mittelstandskunde, das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber es ist ja tatsächlich mal passiert, der irgendwie 2.000, 3.000 Euro Postbewerbungsbudget im Monat hat, uns anruft und sagt, seine Nichte hat gesagt, wir sollten einfach mal Caro Dauer buchen. Dann funktioniert das auch. Ja. Gute Idee. Ja. Kann funktionieren. Weiß man vorher nicht. Ja. Aber weiß man nicht. Mit dem Budget wahrscheinlich schwierig, das weiß man schon. Aber nichtsdestotrotz. Ja, es nutzt halt jeder, deswegen hat jeder auch eine Meinung. Ne? Ja. Ja. Nun können Social-Media-Mythen ja für Unternehmen sehr teuer sein. Und wir haben im Vorfeld 5 Social-Media-Mythen rausgesucht, die eben dazu sorgen können, dass Unternehmen fatale und sehr teure Fehler machen. Ich würde jetzt einfach gerne einmal mit dem ersten Mythos starten. Ihr dürft mich dazu aufschlauen. Jedes Unternehmen muss auf jeder Plattform präsent sein. Ist das so? Ladies first? Ladies first, okay. Eigentlich ja Gast first, ne? Wir sind jetzt so ein bisschen. Ladies first, okay. Okay.
Ja, das kriegen wir immer noch relativ oft mit tatsächlich. Also auf jeden Fall weit verbreitet. Oft gerade vertrieblich ist es immer wieder eine Frage, wie man das denn hinkriegen soll. Aber am Ende des Tages ist ja relativ einfach. Nö. Also kommt total drauf an, was für Ziele hast du, wo sind deine Zielgruppen unterwegs. Und so oder so, also mein Leitsatz ist immer, lieber 1, 2, 3 Kanäle richtig machen, als auf allen versuchen zu aktiv zu sein und so ein bisschen rumzudümpeln, dem Algorithmus nicht zu viel Futter zu geben und so weiter und so fort. Genau, das ist jetzt erstmal grob. Ja, ich gehe gerne ins Detail. Nee, das kann ich so bestätigen. Das ist genau das, was du sagst. Du hast schon gesagt, Zielgruppe, ganz wichtig. Mhm. Ne? Es bringt dir nichts, irgendwas auf Pinterest zu machen, wenn du da niemanden erreichst. Genau. Es bringt dir nichts, auf Facebook zu machen, wenn du da niemanden erreichst. Aber auch Zielgruppe ist ja das Thema, was immer alle sagen, aber was dahinter steckt, was die meisten nicht haben, weil es oft aufwendig ist, ist das Thema Zielgruppenverständnis. Mhm. Zu wissen, was macht die Zielgruppe? Was möchte die? Es gibt ja diesen schönen Einspruch, was hält sie nachts wach? Ne? Da halte ich mal Abstand von. Der ist ein bisschen zu dramatisch, aber im Kern geht es darum. Ne? Was ist es, was die Leute wirklich wollen? Und kannst du auf der Plattform die Leute erreichen? Kannst du ihnen das geben? Das ist das gleiche Thema wie mit, mittelständisches Betonbauunternehmen. Ja. Ja? Sehe ich jetzt auf tatsächlich Facebook und Instagram eher nicht so, es sei denn, sie wollen es im Recruiting wissen und wollen da bei Instagram Leute erreichen und dann auch bei TikTok. Aber auf LinkedIn sehe ich die halt. Mhm. Weil da sind halt die anderen CEOs, CMOs, CFOs und so weiter, die unterwegs sind. Auf der anderen Seite, schönes Beispiel, kommt es auch immer auf dann das Budget an, was jetzt der Kunde, der uns, also euch oder mich beauftragt, sondern was du verkaufen willst. Auf TikTok gibt es ja diese, meine Tochter nennt sie immer Sassifying-Videos, ne? Wo Leute zum Beispiel dann den Pool sauber machen. Ja. Mit dem Hochdruckreiniger. Ja. Oder die ganze, ja, okay. Oder so, ja. Ne? Also Heimwerkersachen. Ne? Ja. Und das sagt man immer, Sassifying, soll wohl satisfying sein. Dass man halt sich anguckt, wie jemand was Schmutziges sauber macht, ja. Das ist halt dann eine Befriedigung. Teppiche. Genau, Teppiche, richtig. Ich glaube, so funktioniert dieser Trend. Das hängt auch mit diesem, wo Leute irgendwie ihr Mikro mit Rasierschaum einschmieren und dann irgendwie darauf rum. Kann ich persönlich gar nicht. Genau. Das ist, glaube ich, dieser Trend, wo man Leute so beruhigen möchte. Und und das gehört, glaube ich, dazu. Und in der Tat gibt es ja diesen Teppichtyp, was du gerade gesagt hast, den kennt, glaube ich, jeder. Wobei ich glaube, mittlerweile, der macht die absichtlich schmutzig. Weil wie kann ein Teppich so schmutzig werden? Ist mir ein Rätsel, aber gut. Und das ist halt das Ding. Und wenn du halt eine Kundschaft hast, der du jetzt eine Betonmischmaschine verkaufen willst für 500.000 Euro, oder du hast jetzt eine Kundschaft, wo jetzt die Leute kommen und sagen, ich will meinen Teppich reinigen, ja, dann macht es vielleicht Sinn, tatsächlich solche Teppichreinigungsvideos zu machen, versus du zeigst jetzt, wie so eine Betonmischmaschine funktioniert. Das ist dann wohl eher hinten raus Aufgabe des Vertriebs, der dann wirklich das Gerät oder das Produkt wirklich zeigt. Klar kann man auch so zeigen, wie das Ganze funktioniert. Lufthansa Cargo ist ja ein schönes Beispiel, die immer einfach nur in der Gegend rumfliegen und die Flugzeugfans feiern das halt. Ne? Aber im Prinzip geht es darum, dass du halt wissen musst, was wollen die Leute haben. Und das ist, glaube ich, gerade aus Firmensicht heute immer noch der schwierigste Punkt, dass eine Firma entweder nicht bereit ist oder nicht kann, sich in die Köpfe der Zielgruppe reinzudenken. Ja. Und das musst du halt machen auf Social Media. Wenn du das nicht hinbekommst, dann hast du ein Problem. Absolut, das fällt ja dann spätestens bei den Inhalten sowieso wieder auf die Füße. Aber auch gerade wieder neulich, was war das, Tierversicherung? Ja, eigentlich jeder, der ein Tier hat. Aber dann ja nochmal, okay, aber wer versichert denn sein Tier? Warum sollte man das tun? Genau. Wer nimmt überhaupt das Geld in die Hand? Was muss ich da triggern? Ja. Und so weiter und so fort. Also dann, oder so Modeunternehmen immer, ne? 25 bis 59 ist unsere Zielgruppe. Ja, ja, gut. Männlich. Ja, ja. Okay. Ja, das klappt bei vielen auch. Die Frage ist, du steckst ja nicht in den Zahlen drin. Weil du weißt ja nicht, was haben die für Streuverluste. Ja. Ging es vielleicht noch lukrativer, ging es vielleicht profitabler. Und das ist ja auch, größere Firmen haben dann auch ein bisschen mehr Kriegskasse. Nehmen wir Beispiel Apple. Wenn Apple jetzt mal irgendwie ein Produkt versenkt, nicht so schlimm, ne? Ja, haben die ja halt von ihren 250 Milliarden halt 2 Milliarden verloren. Gut. Ja, Apple fragt jetzt bei uns nicht so oft an. Nee, aber ich will damit sagen, dass man halt ein bisschen genauer hingucken muss, was in den Zahlen steckt. Und größere Firmen mit mehr Budget können sich halt auch leisten, ein bisschen was zu verbrennen. Ja, so der Mittelständler oder aus das KMU-Bereich hat da nicht so viel Budget, wo sie sagen können, wir haben jetzt irgendwie 20.000 Euro versenkt. Das ist, glaube ich, schon ärgerlich dann für die. Ja, Ressourcen sind ja allermeistens dann doch sehr begrenzt. Perfekt. Genau. Also Haken hinter, Perspektivwechsel ist das A und O. Definitiv. Sehr gut. Kommen wir zum Mythos Nummer 2. Mehr Follower bedeutet mehr Erfolg. Ganz klar.
Auf dem Papier ja. Okay. Also auf dem Papier auf jeden Fall. Das habe ich jetzt gerade in den letzten paar Wochen wieder bei zwei, drei Fällen selber miterlebt, dass die Leute halt sagen, wenn da bei Instagram statt 5.000, 15.000 steht oder bei TikTok, wobei bei TikTok ja die Followerzahl mittlerweile echt irrelevant ist, aber egal. Das ist den Leuten dann schon wichtig, gerade wieder da aus der Chefetage, wo ich dann mittlerweile schon angefangen habe, dann den Leuten quasi nicht ein Skript mitzugeben, aber so eine Anleitung nach dem Motto, so platt gesagt, wie überzeugst du deinen Chef? Mhm. Ne? Und bei manchen funktioniert das, bei anderen nicht. Ne? Ja. Weil es ist ja so, manchmal gibt es ja auch Anfragen, die dann halt noch genehmigt werden müssen und so weiter von oben. Und wenn der oben das halt nicht checkt und wenn er halt keine Argumente hat und oft ist es halt so, dass dann die Leute das gerne machen wollen, aber den Chef nicht überzeugen können, dann wird es halt nichts. Ne? Ja. Und wenn du halt sowas hast, ist es ganz gut. Also auf dem Papier ist es super, ne? Das sieht super aus, ne? Weil auch da die wenigsten Leute halt jetzt, außer Leuten wie uns, die halt vom Fach sind, tiefer gehen, sich die Zahlen angucken, ne? Und dann siehst du entsprechend, wie das Ganze so funktioniert. Abgesehen davon sind die Zahlen ja heute eh anders als früher. Selbst wenn du heute eine Seite mit 100.000 Fans hast bei Facebook oder 100.000 Follower bei Instagram, selbst dann kriegst du nicht mehr, also wenn die alle echt sind, selbst dann kriegst du nicht mehr die Zahlen wie noch vor 4-5 Jahren, weil die Leute einfach weniger liken. Die Leute liken weniger, sie kommentieren weniger, sie teilen weniger. Social Media hat sich halt verändert. Und bei vielen ist das noch so drin. Deswegen ist es ein ganz klarer Mythos. Du musst gucken, was steckt dahinter. Du musst gucken, wenn du ein Instagram-Profil siehst mit, was weiß ich, 50.000 Followern, der Chef sagt, yo, super, die buchen wir jetzt. Dann sollte man sich schon die letzten paar Reels und Postings mal angucken. Und wenn da halt jemand 50.000 Follower hat und er kriegt halt pro Reel irgendwie 250 Views, dann stimmt da irgendwas nicht. Mhm. Ja. Und da musst du halt drauf achten. Und deswegen ist das auf jeden Fall ganz klarer Mythos. Ich finde auch, von dem können wir uns langsam mal verabschieden. Voll. Also, ja, wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht, Björn. Weil es immer halt jemanden gibt, der sagt, so, ja, hier, aber, also ganz hart wird es ja, wenn da irgendwo ein Chef sitzt, also irgendwo Chefetage, und der guckt dann auch mal so rum bei Insta, LinkedIn, Facebook oder was weiß ich, und dann sieht er irgendwie so, was? Konkurrent? Der hat 100.000 Follower, wir haben nur 10.000? Das kann nicht sein. Ja, und dann kriegen halt so, also das Härteste, was ich hatte, war einer, der war im Unternehmen auch für Social Media Management verantwortlich und der hat das übernommen, nachdem die Person vorher gegangen ist und die Person vorher hatte, das kann man so später raus, hatte halt im Vertrag halt sowas drin, ne? Wenn du es schaffst, bis so und so vielten 50.000 Follower zu bekommen, dann kriegst du eine Provision. Ne? So. Ah, ja. Hat sie auch, oder einen Bonus, hat sie auch bekommen, danach war sie weg und was stellte sich raus? Alles natürlich fake. Waren davon die Hälfte gekaufte Follower. Ja, klar. Ja? Und der Nächste, der dann da am Start war, mit dem ich gesprochen hatte, der war da halt am Schwimmen und der musste erstmal rausfinden, was da passiert war. Ja. Und der musste erstmal quasi dekonstruieren, was ist da vorgefallen und das dann dem Chef erstmal verklickern und es ihm beweisen und so weiter. Und dann haben wir zusammen gearbeitet, um das Ganze dann wieder erstmal auf Vordermann zu bringen. Ja. Hat auch nachher gut funktioniert. Aber das sind so Fälle, wo dann Leute halt sagen, pass auf, du kriegst noch hier Bonus oder irgendwas. Ja. Und dann passiert sowas. Ja, vor allen Dingen der Schritt dann auch, die Fake-Follower rauszuschmeißen. Das tut irgendwo auch ja weh, weil diese Zahl halt einfach drastisch kleiner wird. Ja, genau. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Das kriegt halt später, kriegt nach ein paar Jahren kein Mensch mehr mit, aber du musst schon wissen, also du musst wissen, dass es aufwendig ist und du kriegst auch die Fake-Follower ja nicht alle raus. Also klar, Leute mit jetzt, du kannst sagen, bei Instagram, der hat kein Profilbild. Okay, ist jetzt ein Fake-Follower. Stimmt aber auch nicht immer. Es gibt Leute, die haben kein Profilbild und haben das irgendwie als Zweidritt-Account und gucken irgendwo, ne? Oder also am einfachsten ist immer, wenn du irgendwie siehst, also kein Profilbild, irgendwie kein Posting und folgt selber 5.000 Leuten und ihnen selber folgen so zwei. Ja. Ja? Das ist eigentlich offensichtlich, aber nicht bei allen klappt das so, weil auch die Fake-Follower-Anbieter auch ein bisschen cleverer geworden sind. Ja. Und ich wundere mich sowieso, warum das Thema jetzt mit zunehmender AI-Nutzung noch nicht krasser geworden ist. Mhm. Eigentlich dachte ich, wir kriegen ja so eine Schwemme. Mhm. Aber die Mechanismen sind auch bei den Netzwerken besser geworden. Ja. Das ist der Vorteil. Ja. Also merken wir uns, spätestens 2024 keine Follower mehr kaufen. Nein, noch nie. Und das war immer schon dämlich. Das stimmt. Okay, kommen wir zu Mythos Nummer 3. Sofortige Ergebnisse sind im Social Media normal. Tja, welche Ergebnisse?
Ist die Gegenfrage. Also wenn, wenn ich poste wenn jemand was und habe keine Bekanntheit und habe quasi gleich 500 Likes, weil ja, ich habe ja guten Content. Ich habe ja ein Reel gemacht, da tanzen Leute. Genau, richtig. Da bringe ich immer mein Lieblingsbeispiel von der Fußgängerzone. Also typische Einkaufsstadt, ne? Lüneburg, Hamburg, Hannover, völlig egal. Du machst einen neuen Laden auf und niemand kennt den Laden. Ja. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Laden, wenn du dafür keinerlei Promotion vorher machst, also keine Flyer, keine Werbung, kein Stand, nichts im Radio, nichts im Fernsehen, nichts auf Social Media, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass am ersten Tag die Menschen in die Bude einrennen? Geht so. Ne? Und das ist genau das. Klar, wenn du sagst, Neueröffnung und machst überall Ballons hin und machst noch ein Gewinnspiel am ersten Tag, dann kommen mehr Leute rein, Laufkundschaft. Aber Laufkundschaft gibt es ja so auf Social Media in der Form nicht. Das heißt, doch die gibt es schon, das ist der Feed. Aber um da reinzukommen, musst du ja eine gewisse Bekanntheit haben. Und das funktioniert halt im analogen Offline-Leben genauso wenig wie online. Und deswegen muss man auch da, wie überall sonst, Werbung machen, Promotion machen oder halt Kollaboration machen, dann funktioniert es, sonst klappt das nicht. Es ist genau, also bei euch, bei Webnetz gibt es ja auch SEO und SEA logischerweise. Und da ist ja auch so, wenn du halt Google erobern möchtest, musst du erstmal mit SEA anfangen und dann die organische Reichweite hinterher bauen. Und wenn du nachher organisch rankst, dann kannst du SEA zurückfahren, wenn man das möchte. Auf der anderen Seite ist es auf Social Media ganz genauso. Du musst eigentlich rein theoretisch auch da erstmal reingehen, mit bezahlten Werbeanzeigen, das Ganze aufbauen und später das Organische aufbauen. Haken an der Sache natürlich ist, dass die meisten Leute erstmal kein Geld ausgeben wollen zu Anfang. Ne? Und dann sagen, ja, wieso, aber organisch geht das doch. Es gibt auch ganz viele irgendwie Leute, die sind organisch groß geworden. Das stimmt auch. Viele davon sind aber tatsächlich früher groß geworden. Ja. In den letzten 10 Jahren halt. Und das ist halt nicht mehr so einfach. Deswegen würde ich heute niemandem mehr empfehlen, Social Media anzufangen, wenn keine Paid-Strategie dahinter steckt. Das ist also, es funktioniert immer noch, aber es dauert halt ewig lange. Ja. Ne? Und wenn du halt 2 Jahre erstmal alles reinbuttern musst oder 3 Jahre, damit irgendwas passiert, ne? Klar, große Firmen und so können das machen, ja. Aber kleinere Firmen oder auch irgendwelche Einzelkämpfer, das ist halt nicht möglich. Ne? Deswegen, klar, logisch, ist es verlockend. Ja, ich mache jetzt erstmal organisch. Ne? Bei anderen kann das ja auch funktionieren. Und es klappt auch nach wie vor, aber es dauert sehr lang. Und wenn man das Ganze mit einem Budget verknüpfen kann, dann sollte man das machen. Ja, wobei ich auch sagen muss, ich weiß, dir kann Adrian vielleicht auch noch was erzählen. Wir kriegen unsere Kunden mittlerweile relativ schnell dazu, das zu verstehen. Also das ist halt einfach, wenn sie bei null starten, dann hat man ja auch so einfache Rechnungen, ne? Wo man einfach mal zeigen kann, okay, das kostet deinen Aufwand, wenn du quasi nicht bewirbst. Mm. Und wenn du es bewirbst, ist der Aufwand halt einfach, klar, er ist der gleiche, aber du hast halt einfach etwas, ein Resultat daraus. Yeah. Und damit kriegt man eigentlich die Kosten pro Resultat. Ja. Ne? Und das ist genau das, was Björn am Anfang sagte. Was ist denn das Ergebnis? Also darüber machen sie, oder das angestrebte Ergebnis, darüber machen sich ja sehr viele auch keine Gedanken, sondern schauen dann drauf und es sind, weiß ich nicht, was hat man, irgendeine Zahl, nur 100 Likes und dann so, ja, das ist ja irgendwie, ne, das ist ja nix und man wollte aber irgendwie auf Reichweite gehen und das ist ja erstmal, also man muss ja sowieso erstmal schauen, in welche Richtung soll das denn erstmal gehen? Ja. Genau. Wir erstmal möglichst viele Leute erreichen oder eine große Community aufbauen, was dann mit Sicherheit auch schwierig Wobei ist. Wobei du auch bei 100 Likes auch daran denken musst, stell dir mal einen Raum vor, 100 Leute. Ja, ja, erstmal das. Das sind viele. Plus 100 Leute dazu zu bringen, auch wegen mir in einem Raum, die dann was machen. Genau. Also geh mal auf irgendwelche Messen, Fachkonferenzen und sieh mal zu, dass alle ab Sekunde 1 irgendwie mitmachen. Ja. Also es ist ja selbst in einer Schulung mit 10 Leuten so, dass sich 2, 3 zurücklehnen. Also ist ja so. Ja, das stimmt. Das ist ja auch menschlich. Ja, online sind die Leute ja dann doch so ähnlich, wie sie offline sind. Mhm. Genau. Aber es ist halt so, die meisten Leute, also es ist vielleicht so ein Problem mit Zeit und Geld. Ja? Vielleicht haben auch manche Menschen das falsche Denken und sie denken sich so, ich habe kein Geld, aber ich habe ja Zeit. Ja. Ich persönlich kann nur von mir sprechen, ich persönlich finde Zeit wertvoller als Geld. Ja. Na? Und deswegen würde ich immer hingehen und sagen, okay, ich investiere jetzt mal, keine Ahnung, Summe X. Kann funktionieren, kann nicht funktionieren, aber im Prinzip es ist dann für mich eigentlich interessanter oder wichtiger, erstmal schneller zu sehen, was denn funktioniert. Mhm. Weil bei Paid kriegst du ja sofort Ergebnisse. Ja, ja klar. Ja?
Ob sie dir gefallen, ist eine andere Frage. Ja, aber da kann man ja nachjustieren. Genau. Und das ist halt der Vorteil. Und wenn du halt herausgefunden hast, okay, das funktioniert, kannst du die Werbeanzeigen skalieren und so weiter, kannst auch deine Sachen auf das Organische vielleicht runterbrechen. Und was die meisten ja auch nicht verstehen ist, nur weil deine Werbeanzeige vielleicht nicht geliked, nicht geteilt, nicht geklickt wurde, bist du ja trotzdem sichtbar. Ja. Und das heißt, es gibt Leute, die halt eine Werbeanzeige sehen und dann überhaupt nicht das machen, was ich wollte mit der Anzeige, aber die werden dann zum Instagram-Follower über zwei Ecken. Und dann, wie vorhin schon gesagt, kriegst du halt eine Anfrage, ja, ich habe dich gesehen bei einem Speaking 2022 und jetzt möchte ich gerne Kunde werden bei dir. Sowas gibt's ganz oft, weil die halt dann um dich rum schwirren. Und das ist ja auch der nächste Punkt, den man dazu noch sagen kann. Nicht alle Menschen, die bei dir wie bekloppt liken und kommentieren und teilen, sind auch wirklich Kunden von dir. Bei mir ist es so, also ich bin jetzt ja nicht Webnetz, ich bin ja ein kleines Unternehmen. Bei mir ist es so, dass die Leute, die bei mir reihenweise am Liken sind, dass ich von denen nie irgendwas sehe als Kunde. Nicht mal, wenn es um ein günstiges digitales Produkt geht. Ich rede gar nicht vom Coaching. Ich rede von den Produkten. Aber die Leute, die dann Kunde werden, ich frage ja mal, woher kommen die Kunden? Ne? Sage ich auch immer hier meinem Kollegen Simon aus dem Vertrieb, er soll fragen, wo die Kunden herkommen. Und dann sagt er auch ganz oft, ja, die folgen dir seit 3 Jahren bei Instagram. Ja. Ne? Und jetzt allen Leuten zu sagen, okay, du wartest jetzt 3 Jahre, bis du Geld verdienen kannst, schwierig. Ja, ne? Stattdessen, ja, ich glaube, da würden wir auch Probleme kriegen. Stattdessen würde ich eher sagen, okay, fangen mit Werbeanzeigen an und mach dann das Organische hinterher. Das wird auch funktionieren, aber du musst vorher ein bisschen was reinbuttern. Ja, super Tipp. Kommt ja auch total darauf an, was für ein Produkt oder Dienstleistung man vertreibt. Nur mal aus unserer Kundensicht ist es vielleicht einfacher, jemanden dazu bekommen, irgendwas auszuprobieren, was im Supermarktregal steht, als, weiß ich nicht, eine Matratze oder sei es irgendein richtig großes Investitionsgut, wenn man so an Maschinenbauer denkt oder so. Richtig. Das braucht man ja auch einfach nicht so oft. Ne? Auch ein neues Bett, wie oft kauft man das als Privatperson? Ja. Da muss man ja manchmal auch schon sehr lange umgarnen und dann kommt halt irgendwann der Moment, wo dann der wichtige Klick kommt. Richtig. Ja. Sehr gut. Dann kommen wir auch schon zum Mythos Nummer 4. 15 sind der Zahl, also wir neigen uns dem Ende. Aber auch super hartnäckig, negative Kommentare sind schlecht fürs Geschäft. Die große Angst vor dem Shitstorm. Ja. Also, erzählt gerne aus eurer Erfahrung. Ihr habt ja deutlich mehr größere Kunden als ich. Ja, von bis, ne? Na, aber die Frage ist ja, ist da wirklich irgendwas Signifikantes passiert, wo auch wirklich was wirklich Negatives hängen geblieben ist? Nee, genau, das ist die Frage. Ist es nicht? Ist es nie eigentlich? Also zumindest in unserer Erfahrung, wir hatten so, also wenn man mal überlegt, wie viele die Social-Media-Abteilung gibt, so 10, 11 Jahre, würde ich grob sagen, wir hatten so 1,5 Shitstörmchen vielleicht. Genau. Und die sind auch alle sehr lange her. Ja, ja. Also alle ganz am Anfang passiert, wo wir auch noch nicht, ja, vielleicht so ganz trittfest waren, wie wir es heutzutage sind und wo die Netzwerke auch noch ein bisschen anders funktioniert haben. Ja. Auch da ist nichts haften geblieben. Nichtsdestotrotz, wenn Anfragen kommen, es ist in manchen Marketingköpfen doch noch sehr verankert, dass schlechte Kommentare kommen können und weiß Gott, was dann alles passieren kann. Und wer kümmert sich dann? Und wir brauchen ganz strikte Kommunikationsregeln, obwohl 3, 4, 5 Jahre auch gar nichts passiert ist. Aber der Fall der Fälle, dass man mal irgendwo erwähnt wird und dann kommt der große Shitstorm. Ja, aber das hatten wir gerade mit langhaltigen Folgen nie. Nicht einmal in der ganzen Zeit. Genau. Und hier gehen ja dann doch einige Accounts über den Tisch, gerade so im Laufe der Zeit. Die Menschen vergessen auch schnell, ne? Das, ist so das kommt dazu, Das ist so das Zeitungsthema, ne? Was jetzt heute der Aufreger ist, das rückt man sich, also teilweise ist es gut, andererseits leider, ne? Gibt ja auch unschöne Sachen, wo man irgendwie das Interesse dann verliert. Zum Beispiel irgendwelche Kriegsschauplätze in der Welt, wo auch dann nach einem halben Jahr nicht mehr so große Aufwand. Das ist natürlich ungünstig. Aber so ist der Mensch halt. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Dieses Shitstorm-Thema ist immer ganz, ganz lustig, weil, also Punkt 1, dass man wissen muss, egal ob Firma oder Sportverein oder Bildungsein oder Politik, es gibt immer irgendjemanden, dem das, was du tust, nicht gefällt. Ja, absolut. Ja? Ich habe das perfekte Beispiel. Es geht entweder mit dem brennenden Haus und mit der ertrinkenden Person. Also, okay, beides hört sich dramatisch an. Die ertrinkende Person. Also, stell dir vor, du siehst eine Person ertrinkt und du willst sie retten und du kannst sie mit einem, da ist ein Boot, Ruderboot und damit kannst du sie erreichen. So.
du erreichst die Person mit dem Boot, du rettest sie, bringst sie an Land und dann wird es immer jemanden geben, der zu dir sagt, hättest du auch schwimmen können. Mhm. Weißt du? Und das zweite ist, du rettest ein Kind aus dem brennenden Haus und dabei machst du aber die Leiter kaputt. Mhm. Ja? Dann wird es jemanden geben, der sagt so, was ist die Leiter kaputt gemacht, was soll das denn? Ja. Ja? Sowas gibt es immer. Das heißt, egal was du tust, egal wie du es tust, es gibt immer ein oder mehrere, die sagen, finde ich doof, finde ich blöd, finde ich SCH-Punkt, etc. Ne? Das heißt, das muss man erstmal verstanden haben. Ja. Das haben, glaube ich, die meisten Leute einfach nicht verstanden, weil sie ja denken, es muss alles immer stromlinienförmig sein und ich muss allen alles recht machen. Und das klappt halt nicht. Ja. Auch wenn unsere Welt heutzutage so ist, dass man gerne allen alles recht machen möchte, auch so funktioniert der Mensch nicht. Und wenn du Social Media machst, dann musst du wissen, das ist mit Menschen bevölkert. Ja? Und Menschen verhalten sich halt so und so und so. Und das musst du halt wissen. Das ist das Erste. Das Zweite, was du wissen musst, ist, selbst wenn du einen Shitstorm bekommst, gibt es immer noch die Möglichkeit, und die Deutsche Bahn ist ja quasi im Dauer-Shitstorm, gibt es die Möglichkeit, dass du dein Social Media Team anweist, damit auf eine bestimmte Weise umzugehen. Und die Deutsche Bahn macht das ja mit Humor und mit ein bisschen Sarkasmus. Ja. Ja? Und das funktioniert auch. Denn ganz im Ernst, was soll passieren? Ja? Selbst wenn die Bahn einen Shitstorm bekommt, der jetzt anhält, trotzdem werden Menschen mit der Bahn fahren müssen. Ne? Das ist natürlich jetzt kein Trost für ein kleines Unternehmen. Mm. Aber auch da, ich erinnere damals an hier McDonald's, die irgendwie damals irgendwie den Cheeseburger, der kostete ja jahrelang 1 Euro, da haben sie den irgendwie auf 2 Euro erhöht. Alle haben sich aufgeregt und im Endeffekt haben wir auch mal festgestellt, die haben den Preis ja wieder zurückgenommen auf 1 Euro, dann kam heimlich wieder auf 1,50 irgendwie vor 15 Jahren. Sie stellten fest, ja, wir hatten einen Shitstorm, aber in Summe haben sie irgendwie, keine Ahnung, 80% mehr Cheeseburger verkauft als vorher. Okay. Ne? Ja. Wegen der Aufmerksamkeit. Das ist also günstige Reichweite. Du musst natürlich immer nur als Unternehmen dir überlegen, du musst immer Nutzen gegen Schaden hochrechnen. Das ist ja wie mit zum Beispiel Abmahnungen. Das fing damals bei der DSGVO an und dann gibt's ja immer wieder das Grafikthema, dann bei Instagram die Songs Musik und so weiter, ne? Musiksongs, was da alles war. Und als Firma mit dem Budget, wenn du Marketing machst, musst du natürlich auch solche Sachen einpreisen. Das heißt, wenn du dich aus dem Fenster lehnst, weil du auch da mehr, ich meine, True Fruits zum Beispiel, ne? Ich glaube, die sind, weiß ich nicht, 80 Mal abgemahnt worden oder 800 Mal, keine Ahnung, ne? Wegen irgendwas und hier und da, ne? Das musst du einpreisen und dann musst du es halt trotzdem tun, wenn du bereit bist, das zu machen. Wenn du halt sagst, nein, ich habe so viel Angst vor der öffentlichen Meinung, dann lieber nicht, aber ganz im Ernst, welches Unternehmen ist denn an dem Shitstorm wirklich jetzt pleite gegangen? Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist es halt eben auch wichtig, wie man darauf reagiert, ne? Als Unternehmen. Also ja, wenn man es mal ein bisschen kleiner sieht, genau was du sagst, die Leute reden ja eh. Also das hat Oma schon gesagt. Und ich meine, zumindest wenn es da passiert, hat man ja noch die Chance, irgendwie zu reagieren. Genau. Ja, das muss man halt irgendwie auch sehen, ne? Also weiß ich nicht, so ein kleiner Online-Shop, wenn dann mal einer vielleicht im nicht ganz so netten Tonfall darunter schreibt, dass das Paket weg ist. Zumindest kannst du irgendwie aufklären, wo man es vielleicht wiederfindet oder wo es verloren gegangen ist oder eine Entschädigung geben. Genau, oder du erstattest es einfach. Genau, aber das hat man ja sonst gar nicht. Dementsprechend kann man ja auch da eine Chance sehen. Und genau, was du sagst, wie kriegt man überhaupt noch Interaktion? Also man kann es ja auch mal provokant versuchen und gucken, ob es irgendwie klappen könnte. Da haben natürlich die Zeiten sich geändert, ne? Speziell also muss man ganz klar sagen, dass natürlich dieses Provokante und Polarisierende gab es immer schon. Ne? Die Bild-Zeitung gab es auch immer schon. Ja, ne? Ich sage immer, ich bin kein Fan der Bild-Zeitung, aber Überschriften können sie. Ne? Titel, definitiv, das können sie, davon kann man etwas abgucken. Aber natürlich hat sich auch die Welt ein bisschen geändert. Gerade nach der US-Wahl 2016, wo dann ja das passiert ist, was alle nicht gedacht haben. Aber seitdem ist halt der Ton auch in der Welt anders. Und es gehen auch mehr Dinge durch, die früher nicht durchgingen. Ne? Früher gab es halt Menschen, die haben halt Mist gebaut und traten dann zurück. Ne? Ja. Aus Gründen, die auch nachvollziehbar sind. Passiert heute nicht mehr. Ja. Heute sagen sie, ja, nö, das haben sie halt gelernt aus den letzten 10 Jahren, weil es gab genug Beispiele, die halt Mist gebaut haben und es nichts passiert. Ja. Und dann, ja, wie das machen, mache ich das auch. Ne? Das ist ja auch typisch menschlich. Ja. Und da muss man halt sich überlegen heutzutage, wie kann man noch weiterhin diese Aufmerksamkeit bekommen, polarisieren, provozieren, aber halt nicht so, dass du halt dann jedes Mal gleich allen vor den Kopf trittst. Ne? Also True Fruits zum Beispiel haben das ja sehr gut gemacht, wie ich finde. Ne? Die haben ja, ich fand das alles mal ganz harmlos, ehrlich gesagt, was die gemacht haben. Ne? Aber es hat ja die Leute anscheinend getriggert. Ne? Aber ich glaube nicht, dass True Fruits pleite ist und die haben ja auch anscheinend mehr Umsatz gemacht damit. Man muss sich halt überlegen, wie kriegst du halt diesen schmalen Grat hin, dass es halt
Provokantes, aber halt nicht so, dass sie jetzt, also nicht, dass wir mit irgendwelchen aus der Mode gekommenen Schimpfwörtern arbeiten. Zum Beispiel, meine Tochter in der Schule liest gerade in der 6. Klasse Emil und die Detektive, ist ja ein uraltes Buch, ne? Und da sind halt noch Wörter drin, so von 1920, die damals noch benutzt werden konnten, heute halt nicht mehr. Ja. Und sowas darfst du halt nicht machen, weil dann hast du halt ein Problem, dann landest du in der Ecke, wo du halt nicht drin sein möchtest, solche Sachen. Aber ansonsten musst du einfach wissen, Klappern gehört zum Handwerk. Ja. Und wenn du halt Reichweite haben willst, dann musst du auch mal bereit sein, einen Schritt mehr zu machen. Im Zweifel, wie gesagt, also ist ganz große Skandale, muss ich jetzt weit zurückdenken, aber da fällt mir auch nichts jetzt irgendwie ein von normalen Firmen. Ne? Ja. Also es gibt ja auch in Deutschland Fleischproduzenten, die ständig in den Negativschlagzeilen sind. Trotzdem wird der Wurst gekauft. Ja, das reicht. Ja, also schwierig. Okay, gut. Dann Mythos Nummer 5. Großes Finale. Ach ja, und ich höre es auch wirklich immer wieder von Kunden. Postings müssen zu festen Zeiten passieren. Gerade letzte Woche gehabt. Das muss dienstags um 14 Uhr online. Okay, und was war die Begründung? Haben wir auch gefragt, wir haben keine Antwort bekommen. Ich glaube einfach, weil der Geschäft anguckt. Aber das ist meine Vermutung. Das kann ich nicht mal bestätigen. Okay, das ist eine valide Begründung. Ja, ja. Ist ja okay. Ja, ja. Und wir machen das immer so. Ja, das war immer so. Die ist nicht valide. Aber wenn der Chef guckt, das ist ja für einen Menschen im Angestelltenverhältnis, ist ja verständlich. Der möchte bei seinem Chef natürlich gut dastehen. Ne? Das macht ja Sinn. Ansonsten ist auch da wieder die Frage, was ist das Ziel? Ja. Ne? Was ist das Ziel? Und willst du viele Menschen erreichen, wenige? Und dann musst du sagen, okay, das Ziel ist es, wir wollen viele Menschen erreichen. Dann musst du in die Zahlen gucken, in die Statistiken. Entweder was die sozialen Netzwerke da als an Bordmitteln haben, ne? Wie zum Beispiel hier die Insights von Facebook oder Instagram. Da siehst du ja, wann, wer, wo online ist. Ja. Gibt natürlich auch Tools, die das Ganze, ihr habt sicherlich auch diverse Tools im Einsatz, um das zu messen, schätze ich mal. Da kannst du auch reingucken. Und wenn das Ziel ist, dann sagst du, wir posten jetzt zu der Zeit, weil da haben wir festgestellt, Stichprobe 150 Postings, da haben die meisten Leute reagiert. Deswegen posten wir das da. Wenn man solche Zahlen nicht hat, dann musst du halt testen und ein bisschen aufschreiben. Aber das sind die einzigen Szenarien, wo du halt sagen kannst, wir haben festgestellt, dass wenn wir etwas mittwochs um 16.53 Uhr posten, dann bekommen wir 20% mehr Likes als dienstags um 2:15. Ja. Dann sage ich, okay, wunderbar, mach das. Aber diese Zahlen haben ja die wenigsten. Ja, die meisten machen das ja nach Bauchgefühl oder haben irgendwo irgendwas gelesen und die großen, also Hootsuite und Co., die machen dann mal irgendwelche Statistiken einmal pro Jahr, dann wirst du ja auch nicht schlauer drauf, dann wird darüber diskutiert. Ja. Aber das sind halt übrigens Sachen, die man sehr gut Reichweite bekommen kann, wenn du halt diese Sachen in Frage stellst, na, wo du dann sagst, so alles, was da steht, ist Quatsch, du musst eigentlich posten samstags um 17 Uhr. Nein, kannst du nicht machen, geht doch nicht, Wochenende, bla bla. Und zum Beispiel LinkedIn-Postings am Wochenende funktionieren 1A. Ja, weil sonst keiner postet. Richtig, das ist aber gut, das sind so lange Schutz. Und da würde ich immer tatsächlich nach Zahlen, Daten, Fakten gehen. Und wenn deine Daten es belegen, dann mach es so. Wenn nicht, finde raus, wie du es rausbekommst. Aber einfach zu sagen, wir machen es immer schon so. Ja. Oder gut, wie gesagt, der Chef will das so haben, das kann ich verstehen. Aber auch dann muss natürlich dann der Angestellte, den Chef einfach erklären, warum am Dienstag um 14 Uhr das nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, kann man ja auch mal selber auswerten. Kann man immer sagen. So in Zeiten von sinkenden organischen Reichweiten. Ich wollte es gerade sagen, das muss man ja auch noch bedenken. Wenn man sowieso Postbewerbung draufpackt, dann sucht sich der Algorithmus ja die beste Zeit. Das stimmt. Dann ist es ja sowieso nicht mehr arg so wichtig. Und ganz früher, wo wir noch getimed haben, so auf Facebook, ne, wann es denn dann online gehen soll, haben wir auch schon immer 5 vor oder 5 nach gemacht, weil auf der vollen Stunde sowieso immer das alle gemacht haben. Genau, also so lange hält sich ja das dann tatsächlich auch schon. Nee. Seit wann kann man bei Facebook vorplanen? Also als ich den allerersten Post gemacht habe, ging es noch nicht, aber es geht ja schon ziemlich lange. Ja, ich glaube, seitdem ist der Mythos da, ne? Ja, es ging aber mit 2 Party-Tools ging es ja immer schon. Das stimmt. Also ich glaube, Hootsuite konnte es immer schon. So direkt. Genau. Ich glaube, so 2011 ging es noch nicht. Und mittlerweile ist es so, wenn du einen Post einplanst in der Business Suite, wird dir ja für den aktuellen Tag und die kommenden 2 Tage wird dir auch vorgeschlagen, wann du posten sollst. Naja. Da wird es ja allen anderen auch. Haben wir jetzt, das ist das Ding, wobei ich den Zahlen immer nicht so richtig traue. Ich auch nicht so wirklich. Also diese Postingzeiten, klar, was du wissen musst, ist, wenn du halt ein deutschsprachiges Publikum hast und du willst irgendwas Wichtiges posten, solltest du halt nicht mittwochs morgens um 3:22 Uhr, weil da schlafen wahrscheinlich die meisten. Ja. Ne?
Wenn du halt ein US-Publikum hast, dann guckst du halt, welche Zeit haben wir in New York und so weiter. Aber auch da ist es ja so, Beispiel USA, selbst wenn du in den USA anwender bist, hast du ja auch eine Zeitzone von 8 Stunden. Ja. Also das kannst du ja gar nicht einzeln timen für die einzelnen Leute und so weiter. Das sind halt so Sachen, wo du halt wissen musst. Klar, wenn du irgendwie, also ich schätze mal, wenn du irgendwie ein Anbieter für irgendwie Gaming bist, hast du sicherlich abends bessere Chancen, weil da mehr Privatpersonen unterwegs sind. Mhm. Wenn du eher Sachen hast im B2B-Bereich, würde ich das eher tagsüber machen oder vormittags, weil da mehr Leute im Büro sind und da auf dem Laptop recherchieren. Aber ansonsten denke ich mittlerweile, dass der Content sich seinen Weg quasi selbst bahnt, so wie es ja auch bei TikTok und Insta mittlerweile ist. Wenn die erste Stichprobengruppe nicht reagiert, dann ist die Uhrzeit auch egal. Auch der Hashtag. Absolut. Auch der Hashtag übrigens. Das haben wir, glaube ich, nicht drin. Ne? Aber nee, den haben wir nicht mehr drin. Ist genau so ein Thema. Ja. Wenn dein Content halt Müll ist, dann bringen auch die Hashtags nichts. Ja, auch die Idee, dass Leute da sitzen und auf Dienstag 14 Uhr halt, um bei dem Beispiel zu bleiben, warten, dass der Content online geht. Bis auf vielleicht der Geschäftsführer, der guckt. Also so konsumiert man ja nicht soziale Medien. Also wenn ich jetzt darauf warte, dass jeden Dienstag mein Lieblingspodcast online geht, dann bin ich mit Sicherheit böse, wenn das nicht tut. Genau. Aber man checkt halt ja so die sozialen Medien, wann man es tut. Ja. Sei es auf dem Weg zur Arbeit, sei es in der Mittagspause, sei es abends, sei es wann auch immer. Aber ich gehe ja dann zwischendurch nicht durch den Instagram-Feed und suche nochmal und ruf händisch die Seite auf. Das tut sowieso ja so gut wie niemand. Das muss man ja auch mal sagen. Wie viel Aufwand in diese Seiten hat, glaube ich, noch nie jemand getan. Wird. Ja, ganz selten. Irgendwann hatten wir mal eine Zahl, da ging es aber noch um Facebook, dass nur 3% der Facebook-User überhaupt auf Seiten geht, also auf die Fanpages damals. Genau. Ich glaube, das waren wir, also die darauf arbeiten. Ich glaube, das waren keine anderen User. Ja. Das ist auch die Frage, wo guckt dann der Chef? Geht er um 14 Uhr auf die Seite? Na klar ist der Post dann da, aber in seinem Feed wird er ihn wahrscheinlich auch nicht sofort sehen. Ja. Na? Und das ist dann die Frage, wo guckst du halt noch? Und das ist halt genau das mit dem Ding, mit der auf die Seite gehen oder im Feed gucken. Deswegen sind die Zeiten eigentlich, ich will nicht sagen irrelevant. Wie gesagt, dieses Nachtding ist okay. Aber ansonsten einfach den Content rausballern und gucken, was passiert. Und ganz wichtig, was ja auch viele nicht machen, noch so als Gratis-Tipp on top, dann auch gucken, wie haben denn frühere Posts so performt und dann vielleicht ähnliche Posts in Zukunft machen, und nicht das Rad aber neu erfinden. Machen auch ganz viele. Und da wundern sie sich, sie erfinden immer das Rad neu. Ja. Und dann musst du auch immer neu testen. Ja. Wenn du aber weißt, okay, diese Art von Content, die funktioniert. Serienformate, ne? Dann zur gleichen Zeit. Diese Art von Content oder diese Art von Ansprache funktioniert oder diese Art von Provokation funktioniert, machst du einfach mehr davon. Ja. Ja, sehr gut. Ja, absolut. Ich würde sagen, wir haben alle 5 geklärt. Und ich hoffe, dass jetzt ein für alle Mal diese 5 Mythen ad acta gelegt sind. Unwahrscheinlich. Aber wir können uns auf unsere Fahnen schreiben, wir haben unser Bestmögliches getan, um die Menschheit zu warnen. Perfekt. Wir teilen diese Podcast-Folge ohne Ende, damit es in alle Ecken des Internets genau. Super. Geht. Lieben Dank, Adrian. Lieben Dank, Björn. Ja. Ich danke dir. Es war mir eine Freude. Danke euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.